So, ich schätze, dass wir irgendwie da hochgehen müssen, aber... vielleicht würde ich mir tatsächlich ganz gerne noch hier die dritte Etage anschauen. Und die zweite. Bevor wir komplett rübergehen. Jetzt haben wir schon ein bisschen mehr Spielraum. So, also wir sind auf der dritten Etage. Können hier aber irgendwie nichts machen. Darüber, das sieht schon aus, als können wir mal da hinten irgendwie hin. So, hier im unteren Bereich von der 3 ist hier irgendwas. Sieht gar nicht mal so unbedingt danach aus. Aber hier ist was. Alle leer. Was ist das? Surfboard. Upsi, es sind aber... Ich wollte gerade sagen, die einzigen, in denen man reinkommt, da hinten ist das noch was. Von der 3 und ansonsten. So. Komm mal da hin. Später. Oh. Ja, jetzt sind wir auf Ebene 2, da muss ich sowieso hin. So. Ist aber auch verschlossen. Ziemlich dunkel hier. Ein bisschen unheimlich sogar, finde ich, der ganze Raum hier. Also irgendwie... Da hinten ist noch was. Was ist denn das? Ein Weihnachtsbaum? Ja, irgendwie so eine kleine Tanne. Kinderwagen. Ach, das ist der mit dem Rauch, ne? Ja. Ja, also das ist das Panoptikum. Das? Ist das der Globus? Das ist der Globus. Aha. Archives. Ich jetzt hier schon mal? Nee.
Archive. Scheint aber auch ein abgeschlossener Bereich zu sein. Nope. Ich bin raus. Auf der anderen Seite... Keine Ahnung. Ladeschub ist natürlich super. Da gibt es bestimmt irgendwas, wo es sich lohnt, irgendwie vorbeizuschleichen. Ja, besiegen kann man das ja, glaube ich, nicht. Ja, super, wo sind wir hier gelandet? Vorschlag Panoptikum-Methoden, ja. Okay. Wahrscheinlich eher so für die Komplettionisten. Okay, kämpfen wir jetzt selber gegen das Vieh? Was auch immer da passiert. Das ist völlig unpassend. Ja, gut, sieht man Jesse. Ich glaube, die Gegner wurden alle besiegt oder so. Ne, das war einer. Das Ding ist noch da. Das wird auch nicht verschwinden. Müsste ja wohl noch den Weg rausfinden. Aber ich weiß nicht, wo der ist. Ja, ich hab's gesehen. Ja.
Das Ding hat irgendwie gequalmt. Wow. Was immer wir bekommen haben, ich hoffe, es hat sich gelohnt. Ich weiß es noch nicht, was wir bekommen haben. Danke. Ja, wie gesagt, also als man sich hier genähert hat, konnte man sehen, dass das so ein komisches so ein Hissrausch hatte. Ja, Hiss Rauch meine ich. Und aber das habe ich zu spät registriert. Ich weiß wirklich gar nicht, wo es rausgeht. Hier war ich, ne? Ich weiß, ob jetzt hier in den Räumen noch irgendwas ist. Da haben wir hier schon alles abgegrast. Ja, ich, keine Ahnung. Ich muss jetzt ja nicht nochmal rein. So, wir sind auf der zweiten Ebene und wollten in die dritte. In die vierte. Nein, in die fünfte eigentlich. Okay, so. Hier ist nichts mehr. Aber wie ist die große Frage? So. Man könnte es versuchen über dieses Ding hier. Das ist ganz gut. Dann sind wir auf der 3. So, von der 3 wieder auf die 4 zurück. Oder sind wir? Wir sind schon auf der 4. Hatten wir schon alles gesehen? Ich glaube ja. Und dann von der 4 auf die 5. Ich denke, das ist auch der gewollte Weg. Genau. So. Oh wow. Ein Schwan. War das nicht ein Tretboot? Hab ich auch von gelesen. Ja, das ist ein Tretboot. Von vielen der Objekte, die hatten wir gelesen. Ich weiß nicht, ein Wasserspender. Kann auch sein, dass wir ihn auch schon hatten. Ein bisschen bekannt kommt es mir vor. Brechstange. Dylan. So close. Okay. Ja gut, ich kann jetzt nicht zurück. Müssen wir uns jetzt angucken. Subject 6.
Hello. Can you hear me? Jesse. Wo ist denn die Fernsprechanlage, mit deren Hilfe wir mit der Pope reden können? Oh, wow. Are you there, Jesse? Emily? He's gone. Dylan isn't here. He might be nearby. Or maybe the hiss got to him. I don't know. Jesse, listen. Dylan's here. With us. He just walked in. He says he is giving himself up. He's been affected by the hiss, but he is different than the others. We must isolate him. I'm on my way. We need to get back. I have to see my brother. Okay, ob wir uns das merken können. Beobachtung der Fäden, das ist wahrscheinlich gar nicht so uninteressant. Wäre ganz geil, wenn wir hier den Ort irgendwie fixieren könnten. Als Ort, zu dem wir wieder zurückkämen. Okay, hier ist eine Decke. Aber wo? Geht das hier unten? Aber ich kann das nicht lesen. Was steht denn da? Ach, Jesse? Ja, Jesse steht hier, ne? Das ist ein J, kein V. Jesse. Das macht natürlich Sinn. Ist hier sonst nix? Na komm schon, lass mich doch hier den Raum irgendwie also dass ich hier wieder zurück kann. Alright, I won't take up too much of your time today, Dylan. Like I said, I want to talk about Jessie, your sister. What about her? I just want to get your perspective. What do you think of her? What kind of person is she? That sort of thing. I adored my sister. When I was little, back in ordinary. And you don't anymore? When I first got here, sure. I'd always hoped she'd come too. Find me, to take me home. We went everywhere together. Why should this be any different? Casper said she could come too, to the Bureau. If she wanted to. But she never did. Why do you think that is? Because she didn't care about me. She always wanted to be out on her own, seeing the world. She always said so. I guess she got what she wanted. Great. So, she wanted to see the world. Did she ever mention any place in particular? Why? We like to ask questions around here, you know that. Any particular cities, towns, landmarks, anything like that? I don't remember. What about family friends? Were you close with anyone living outside of ordinary? I'm done with this. Tell Casper I want pizza for lunch today. Dylan, wait. We're not... End of session. Mittelmäßig kooperativ. Also... Vielleicht auch nicht so sehr kooperativ. Jetzt hier oben was? Wenn man hier so hin kann.
nicht so aus eigentlich. Gut, dann. Ups. Dann nicht. Auf jeden Fall hat er eine Menge. Eine Menge Sachen angerichtet. Und ich vergesse das auch 100 Pro, dass hier oben noch ein Raum ist. Ich vergesse hier 100 Pro. Kann ich jetzt schon sagen. Ach so. Ja, das Ding hier, was auch immer hier drin ist. Also, ne, was sich immer hier drin befindet, das. Bin ich mal gespannt, ob wir das jemals zu Gesicht bekommen. So, mach mal auf. Schnarch. Meine Güte. Der hat aber auch nicht wenig Kraft, muss ich sagen. So, haben wir alle Objekte gesehen? Wo kommt hier bei der Schwan? Hier ist noch ein schwebender Ballon. Oh. Na, müssen wir aber mal wieder hier aufräumen. Genau. Das war hier so die Zweier mal verkaufen. Okay. Jetzt ist die Frage. Kommen wir irgendwie hier hoch? Oh. Drehen hier, ne? Tja, wie hoch kommen wir? Hier ist die Decke. Wir kommen auf die 6 hoch. Oder auf die 7, 8 oder so. Geht das überhaupt? Hat das so viele Etagen? Aus. Okay, das ist unspektakulär. Hier waren wir schon. Oh. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob wir eine Chance haben, auf die 6 hochzukommen. Hier ist auf jeden Fall noch was. Aber irgendwie auch nicht. Ah, wird langweilig. Komm, lass mal den Spaß mal. Wow. Tja, jetzt sind wir sowieso wieder auf der 4, aber war hier nicht irgendwo auch... Leitender Personaldienstchef, irgendwas, bla. Was ist er denn? Was gibt's denn hier? Au! Come on, wo ging's hier? Jetzt hier
Wahrscheinlich eh nicht lange überleben, wenn es hier runter geht. Das ist ja nicht unstark. Okay, super. Der ist auch geil hier. Ja. Naja, also wo kann ich jetzt hier abspeichern? Ich hab's vergessen. War das in der... In der 4? War das hier? Oh, der ging's hier... Ne, hier ging's... Ah, okay, hier ging's rüber. Okay. Und wo war das? Vielleicht vergessen. Egal, ich mache hier einen kleinen Schnitt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bis dann, mach's gut, tschüss.